Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Monat Mai für den Aszendenten Krebs. Es ist mir eine Ehre und eine Freude, meinen geliebten Ehemann und geschätzten Kollegen Gerhard Feiner in diesem Monat vertreten zu dürfen. Er ist aus persönlichen Gründen verhindert und es kamen viele Stimmen, wo denn die Monatshoroskope bleiben, und so dachten wir uns, dass ich kurzfristig einspringe. Mein Name ist Brunhilde Feiner, ich arbeite als vedische Astrologin und ich möchte dich gleich einladen, dir deinen Erwecke jetzt, deine innere Stärke Kurs zu holen, wo du auch mehr über mich und meine Arbeit erfährst und vor allen Dingen natürlich, wo du erfährst, wie du zu mehr innerer Stärke gelangen kannst anhand von vedischen Hilfsmitteln. Diesen Kurs bekommst du als Geschenk mit dazu, wenn du dich in meinen Selbsterkenntnis-Newsletter einträgst. Wie kannst du das machen? Klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. Solltest du deinen Aszendenten noch nicht kennen, dann hast du die Möglichkeit, ihn dir selbst zu errechnen. Auch dazu findest du einen Link und einen Hinweis unterhalb dieses Videos in der Beschreibung. Gut. Wir starten also und wollen sehen, was diesen Monat so los ist bei dir. Ich beginne mit der Sonne. Die Sonne repräsentiert dein höheres Selbst unter anderem. Die Sonne oder dein höheres Selbst spricht zu dir über deine Inspirationen, über deine Eingebungen. Diese betreffen in diesem Monat den Bereich des 11. Hauses. Was ist das 11. Haus? Das 11. Haus sind deine größten Ziele, deine Ambitionen, deine wirklich hohen Wünsche. Also nicht irgendein alltäglicher Wunsch, sondern ein wichtiges, wichtiges Ziel für dich. Und wenn du hier zu etwas inspiriert bist, dann ist das der passende Monat für dich. Das 11. Haus steht jedoch auch für Einkünfte, die über das notwendige Maß, was du zum Leben brauchst, hinausgehen. Und auch diesbezüglich kannst du Inspirationen haben, wie du Einkünfte oder Gewinne generieren kannst. Das 11. Haus steht auch für Gruppen, Vereine und Gleichgesinnte. Und auch hier ist der Fokus, auch hier kannst du mit Gruppen oder Gleichgesinnten etwas unternehmen, um zum Beispiel auch nach etwas Noblerem, Edlerem zu streben. Dafür steht die Sonne natürlich auch. Die Sonne ist jedoch auch der Planet der Karriere. Das bedeutet, du kannst in diesem Monat auch Ziele haben, die deine Karriere betreffen und die du jetzt auch in Angriff nehmen kannst. Die Sonne wirkt bei dir in den ersten beiden Dritteln dieses Monats im 11. Haus, bevor sie dann ins 12. Haus geht. Unterstützung bekommt deine Sonne im 11. Haus vom Merkur. Der Merkur möchte forschen, möchte sich informieren, möchte effizient sein, möchte effektiv sein. Das bedeutet, du kannst jetzt gut Informationen sammeln bezüglich deiner größten Ziele im Leben. Ich meine, wir leben aktuell in einer Zeit, wo ich mir ganz sicher bin, dass der ein oder die andere die Ziele neu überdenken wird. Und bei dir wird das unterstützt durch die Planeten, auch jetzt durch den Merkur. Informier dich. Hol dir Wissen, was du noch brauchst. Oder werde effizienter im Umsetzen deiner größten Ziele. Werde effektiver. Lerne etwas dazu, wenn du noch etwas lernen musst, damit du dir deine Ambitionen verwirklichen kannst, dann ist das auch ein guter Zeitpunkt. Und das 11. Haus steht auch für Titel. Der Merkur steht für Lernen. Das bedeutet, du kannst in diesem Monat auch Titel erwerben, wenn du das möchtest, oder? Vielleicht steht das sogar für dich in diesem Monat an. Der Merkur wechselt in der zweiten Maihälfte in das 12. Haus. Das 12. Haus möchte etwas zu einem Abschluss bringen. Es ist das Haus der Isolation, das Haus des Rückzugs, es ist das Haus, was auch Ausgaben bringen kann oder auch Verluste. Merkur ist der Planet für Investitionen und wenn er jetzt im 12. Haus steht, ist das ein guter Zeitpunkt für Investitionen oder eher nicht? Also eher nicht, würde ich sagen. Ja, denn es ist das Haus
der Ausgaben und Verluste. Es kann aber auch bedeuten, dass du jetzt effektiver werden solltest in deinem Ausgabenmanagement. Und du kannst deine Ausgaben mal ansehen und vielleicht das ein oder andere hier korrigieren. Der Merkur, wie ich schon sagte, steht auch für Lernen und das 12. Haus für die Spiritualität oder die Meditation, für deine spirituelle Entwicklung. Das bedeutet, du kannst dich weiterbilden oder etwas dazulernen, wenn es um die Spiritualität geht. Die Venus befindet sich bei dir den gesamten Monat im 12. Haus. Darin ist auch noch der Rahu, der Mondknoten Rahu. Das bedeutet, das 12. Haus spielt für dich in diesem Monat eine große Rolle, wenn so viele Planeten dieses 12. Haus beeinflussen. Die Venus ist der Planet der Beziehung. Beziehung natürlich, damit ist auch eine Partnerschaft gemeint, jedoch auch alle anderen Beziehungen zu Menschen. Und so ist es ein Monat, wo du gut Beziehungen knüpfen kannst mit spirituell orientierten Menschen. Ja, du kannst hier etwas lernen, das möchte der Merkur in der zweiten Monatshälfte und die Venus möchte Beziehungen knüpfen, wo du in deiner Spiritualität weiterkommst. Das 12. Haus steht auch dafür, dass du etwas zu einem Abschluss bringen möchtest. In welchen Bereichen? In Bereichen, die die Venus darstellt. Das kann eine Partnerschaft sein, das kann die Ehe sein, das kann die Sexualität sein. Hier möchte etwas zu einem Abschluss kommen. Wenn du noch, ich sag mal, offene Themen hast, dann kannst du das hier gut nutzen. Es kann aber auch bedeuten, dass du dich ein Stück weit isolierst in der Beziehung, dass du hier mehr mit dir selbst ausmachen möchtest. Die Venus als Planet der Hingabe, der Freude und der Liebe möchte sich jetzt den Themen des 12. Hauses hingeben. Ich bin mir sicher, du möchtest dich nicht den Ausgaben oder Verlusten hingeben, aber es ist eine gute Zeit, wo du dich der Spiritualität oder der Meditation hingeben kannst, damit du aus diesen Bereichen Freude schöpfst, und damit es dir dadurch besser geht. Der Mondknoten Ketu wechselt nach 18 Monaten das Zeichen. Er ist die ersten paar Tage im Mai noch in deinem Aszendenten, doch dann geht er rückwärts in das 12. Haus. Er gesellt sich dort mit dazu. Entschuldigung, sagte ich Ketu oder Rahu? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also der Rahu geht ins 12. Haus und natürlich gegenüber der Ketu, der geht somit aus dem 7. Haus raus in das 6. Haus. Was bedeutet es, den Rahu im 12. Haus zu haben? Das wird dich auch noch eine ganze Weile begleiten, doch jetzt im Mai wird dieser Start hier gesetzt. Und der Rahu selbst steht für Loslassen. Das 12. Haus steht für Loslassen. Und so ist es auch ein Monat für dich, wo es darum geht, loszulassen. Es geht darum, ein Stück weit zu lernen, loszulassen. Mit Loslassen kann manchmal was Äußeres gemeint sein, aber manchmal auch etwas Inneres. Dass du einfach an fixen Ideen zum Beispiel hängst, bestimmten Vorhaben, Gedanken, was auch immer, und eigentlich tun sie dir nicht gut. Und da geht es darum, mehr loszulassen. Er kann jedoch auch einen gewissen Stress, eine gewisse Unzufriedenheit mit sich bringen, die in den Bereich des 12. Hauses hineinwirkt, zum Beispiel auch deine Spiritualität, dass du hier nicht so die Erfüllung findest, wie du sie vielleicht gerne hättest. Gleichzeitig wirst du in diesen Bereichen nun mehr experimentieren und ausprobieren. Der Ketu, wie ich schon sagte, wandert Anfang Mai vom 7. Haus ins 6. Haus bei dir. Jetzt kann es zu plötzlichen Ereignissen kommen, zu etwas Unvorhergesehenem, was die Bereiche des 6. Hauses betrifft. Das 6. Haus ist deine Gesundheit, es ist aber auch deine tägliche Arbeit, es sind deine Pflichten. Und so kann es hier zu Überraschungen kommen. Ketu kann aber auch Zweifel mit sich bringen. Vielleicht zweifelst du an deiner täglichen Arbeit.
Gleichzeitig kann diese Position anzeigen, dass du meinst, dass du alles schaffen kannst, dass du alle Probleme lösen kannst aus dir selbst heraus. Aber dem ist nicht so. Du kannst zwar dein Bestes geben, und das solltest du auch, jedoch das Ergebnis oder ja, das Resultat liegt nicht nur einzig und allein an dir. Da heißt es dann ein Stück weit loslassen, was der Rauhu in 12 mit sich bringt und ja, wenn du so willst, Gott überlassen. Dein Bestes tun und der Rest macht dann er. Der Ketu kann auch gewisse ja, Herausforderungen mit Schulden mit sich bringen. Das ist auch das sechste Haus. Wenn es also um Schulden geht, dann jetzt lieber keine neuen Schulden machen, sondern besser wäre es, das abzuschließen. Ketu bringt eine abschließende Energie. Wie werden Schulden abgeschlossen? Indem sie zurückbezahlt werden. Im nächsten Haus, im siebten Haus, befindet sich bei dir der Jupiter. Jupiter ist der Glücksplanet. Er möchte dort, wo er steht, expandieren, Wachstum hervorbringen, dass du dort zu einem höheren Verständnis gelangst, ja, dass du mehr Weisheit findest, mehr ins Vertrauen kommst. Gut, Jupiter ist in Zeichen seines Falls, also er ist jetzt nicht ganz so stark und er ist auch gegenüber seiner besten Hausposition, also hat er auch gewisse Schwächungen. Nichtsdestotrotz ist er der Glücksplanet und so möchtest du expandieren in den Bereichen des siebten Hauses oder du suchst dort nach mehr Sinn oder nach einem höheren Verständnis. Das siebte Haus und der Jupiter haben Gemeinsamkeiten, was? Also bei einer Frau haben sie Gemeinsamkeiten. Der Jupiter steht für den Partner. Das siebte Haus steht für den Partner oder eine Beziehung. Das bedeutet, wenn du in einer Beziehung bist, dann geht es darum zu schauen, was dich erfüllt in dieser Beziehung. Wie du sie glücklicher machen kannst, wie du mit deinem Partner wachsen kannst. Das gilt auch bei Männern, natürlich mit Frauen, nur die Partnerin wird von der Venus dargestellt und nicht vom Jupiter. Der Jupiter steht jedoch auch für die Finanzen und das siebte Haus steht für eine Selbstständigkeit. Also auch hier kann es bei dir darum gehen, dass du dir überlegst, wie kannst du mit deiner Selbstständigkeit wachsen oder expandieren, damit du auch höhere Einkünfte generieren kannst. Dieses Thema der Jupiter im siebten Haus begleitet dich schon ein paar Monate und wird auch noch etwas länger ein Thema bei dir sein. Im achten Haus haben wir den Saturn. Das achte Haus ist das Haus der Schwäche. Es ist das Haus der großen Umbrüche, der großen Transformationen. Und in der ersten Maihälfte befindet sich dort zusätzlich auch noch der Mars. Sind Mars und Saturn Freunde oder Feinde? Naja, überlege, der Mars möchte schnell handeln, er möchte Probleme sofort lösen und anpacken. Saturn ist langsam und träge und tiefgründig und verzögert. Du siehst, sie sind keine Freunde. Das bedeutet, du wirst in der ersten Maihälfte in den Bereichen des achten Hauses gewisse Spannungen erfahren. Das kann sich auswirken, zum Beispiel, wenn es um die gemeinsamen Finanzen mit dem Partner oder der Partnerin geht. Das kann sich auswirken, wenn du vielleicht auf Geld oder Ressourcen von Dritten angewiesen bist. Das kann etwas mit chronischen Leiden zu tun haben. Ja, auch Unfälle zeigt Mars und das achte Haus an. Das heißt nicht, dass du jetzt einen Unfall haben musst. Bei solchen Dingen muss auch immer das persönliche, ausführliche Horoskop angeschaut werden. Ich kann hier natürlich nur im Allgemeinen sprechen. Der Mars verlässt jedoch in der zweiten Maihälfte das achte Haus und er geht dann ins neunte Haus und der Saturn bleibt alleine zurück. Was kannst du jetzt mit dem Saturn im achten Haus in der zweiten Maihälfte tun? Nun, das achte Haus steht für deine Schwächen. Saturn steht für alles, ich sage mal, was dich beschwert, was dir Leid verursacht.
Und so hast du jetzt eine gute Zeit, besser gesagt in der zweiten Maihälfte, wo die Spannung mit Mars draußen ist, dass du mal prüfst, wo hält dich noch ein gewisses Leid, eine gewisse Schwere zurück in deinem Wachstum. Und dann kannst du diese betrachten und dann kannst du sie dir anschauen. Und das Gute an Saturn ist, er möchte Themen auf das reduzieren, was für dich noch wesentlich ist. Und auch das Leid oder die Schwere, was du mit dir herumtragen magst, musst du das dein Leben lang tun? Du musst nicht. Du kannst auch eine Schwäche überwinden und dadurch zu mehr innerer Stärke gelangen. Das ist das Gute am achten Haus, innere Stärke. Das achte Haus steht auch dafür, für alles, was mit Esoterik zu tun hat, Astrologie, Psychologie, Therapie. Also auch eine gute Zeit, wenn du Hilfe annehmen möchtest oder wenn es bei dir dran ist, um hier das, was dich noch belastet, eventuell zu therapieren, dir eventuell Erkenntnisse zu holen, damit du überhaupt erstmal hinschauen kannst, einen Spiegel hast. Wir haben in diesem Monat haben wir drei Planeten, die rückläufig sind. Was das bedeutet, sage ich gleich noch. Das ist zum einen die Venus. Die Venus wird rückläufig ab Mitte Mai. Das bedeutet, Themen, die mit dem 12. Haus zu tun haben, kommen noch einmal aufs Tablett. Vielleicht eine Beziehung, die schon verloren war oder von der du dich isoliert hattest, tritt nun einmal erneut in dein Bewusstsein oder in dein Leben. Doch auch der Jupiter wird rückläufig und das im Haus der Beziehung. Also du hast jetzt zwei rückläufige Planeten in diesem Monat und beide haben bei dir mit dem Thema Beziehung zu tun. Also gehe ich stark davon aus, dass dieses alte Thema bzw. diese alte Person etwas mit einer Beziehung bei dir zu tun hat und jetzt dann wieder in dein Leben tritt. Der Saturn wird ebenfalls rückläufig und er steht im achten Haus. Chronische Leiden, Schwächen, ja, die vorher schon mal da waren, die schon mal Thema bei dir waren, kommen nun erneut aufs Tablett. Und wie ich schon sagte, du kannst den Saturn sehr gut, im Besonderen in der zweiten Maihälfte nutzen, um aus eventuell noch vorhandenen Schwächen vielleicht nicht eine Stärke zu machen, das geht nicht immer, aber sie zumindest ja ein Stück weit zu erlösen und loszulassen. Und in der zweiten Maihälfte befindet sich der Mars dann alleine im 9. Haus. Der Mars ist deine Energie, dein Einsatz, deine Disziplin, dein Fokus. Dein Fokus liegt in der zweiten Maihälfte auf dem 9. Haus. Das 9. Haus steht für deinen Sinn, für deine Ideale, für deine Werte, für deinen Glauben. Das bedeutet, du kannst viel Energie investieren und viel Disziplin, um in den Aufbau deines Glaubens etwas hineinzugeben oder in den Aufbau deiner Ideale, also etwas zu tun mit deiner Energie, was auch deinen Werten und deinen Idealen entspricht. Das 9. Haus steht auch für den Vater und oder auch für Lehrer oder Lehrerin, spirituelle Lehrer oder Lehrerin. Und der Mars steht für Konflikte und Streit und Meinungsverschiedenheiten. Und das kann auch in der zweiten Maihälfte diese Personenkreise betreffen. Doch natürlich nur, wenn du dich darauf einlässt. Gut, wir sind am Ende deines Monatshoroskops angekommen. Ich möchte dich noch einmal herzlich einladen. Nimm teil am Erwecke jetzt deine innere Stärke-Kurs. Er läuft über 5 Tage und diesen Kurs bekommst du von mir mit dazu als Dankeschön, wenn du dich in den Selbsterkenntnis-Newsletter einträgst. Wie kannst du das tun? Schau unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf die Informationen dort und klicke dort auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne, alles Gute für diesen Monat.